Die Vitrine ist voller Salamis. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Sorten gibt. Ich meine, wenn man eine gemacht hat, warum dann noch mehr erfinden? Sie wissen nicht zufällig, was das für Zigaretten sind? Aber klar doch! Das sind Heavenly Breeze, die besten italienischen Zigaretten, die es gibt! Interessante Marke. Meine Lieblingsmarke! Sind hier kaum zu kriegen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, das dachte ich mir. Einzug an diesen Dingern und man fühlt sich wie im siebten Himmel. So ist es, Sir. Was wollen Sie für die Packung? Okay, wie wär's mit der ganzen Packung im Tausch gegen Ihre Schürze? Geht nicht. Wenn ich ohne Schürze erwischt werde, bin ich meinen Job los. Also gut, wenn ich Ihnen diese Zigaretten gebe, geben Sie mir dafür die Meisterklasse-Salami. Die Salami für ein paar Zigaretten? Interessantes Angebot. Abgemacht. Hier bitte, einmal Martinos klassische Meisterklasse-Salami. Danke, hier ist Ihre Packung. Jetzt haben Sie wohl richtig Schmacht nach so einem tödlichen Glimmstängel, nicht wahr? Da können Sie drauf wetten. Aber wenn ich hier verschwinde und erwischt werde, bin ich dran. Ich muss warten, bis keiner mehr da ist. War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Chico hat, was er will. Jetzt heißt es tarnen, warten und beobachten. Mit dieser Schürze könnte ich mich frei im Gebäude bewegen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf... Na, endlich die Schürze gefunden? Seltsam. Meine Lieblingsarie dringt durch die Wände. Aber von wo? Gut, gut, gut. Leer, bis auf einen elektronischen Kartenleser. Ein furchterregendes Ding. Wie ein Folterinstrument. Das Kopfende ist voller Blut und Knochenresten. Ich hoffe nur, es dient zur Beseitigung von Schweineresten und nicht... Nein, da mag ich nicht mal dran denken. Ein Bund mit Sicherheitsschlüsseln hängt am Schlüsselloch. Ich kann Musik hören, aber woher kommt sie? Aha.
Die Sicherheitsschlüssel passen auf den Gabelstapler. Dann wollte das Arschloch mir erzählen, meine Jungs hätten es vermasselt. Hä? Jeder weiß, dass meine Jungs die Besten sind. Stimmt doch, Mr. Spallacci, oder? So sagt man. Deshalb haben sie mich angeheuert. Offenkundig. Was soll's? Toni bekommt jetzt jedenfalls kalte Füße. Ist doch so, Jungs, oder? Ja, ja, genau, Mr. Fingers, Sir. Schätze mal, er wird noch eine ganze Weile rumhängen müssen, bis er wieder einen Job kriegt. Ich schmeiß mich weg vor Lachen, Mr. Fingers. Wenn sich einer an meine Alte ranmacht, damit kann ich umgehen. Aber wenn sich einer an meine Geschäfte ranmacht, das nehme ich persönlich. Wie dem auch sei, Mr. Spallacci, es ist geschafft. Das Manuskript ist unversehrt. Abgeheftet unter F wie Fundsachen. Clever, was? Jedenfalls besser als unter F wie Fehler, nicht wahr? Oder G wie Garotte. Oder H wie Hängen. Sehr witzig, Mr. Spallacci, Sir. Sehr witzig. Ich weiß, wie ich diese Jungs da rauskriege.